Leute, willkommen zu diesem Vlog. Und das ist meine kleine Cousine, die Frieda. Hallo. Und ja, heute ist die Glow. Also wenn das Video online kommt, ist die Glow natürlich schon vorbei. Aber ihr begleitet mich heute mal auf der Glow. Und die ist nochmal ein bisschen anders wie in Bochum, habe ich gehört. Und mal schauen, was da jetzt alles so anders ist. Also wir sind jetzt drin. Wir haben wieder also einen Glow Pro Ausweis. Und ich habe einen Goodie Bag bekommen. Woo! Lounge und hier gibt es jetzt extra so einen Stand für uns und da gibt es Essen und Trinken und ja, Muffins und ein paar Goodies noch und ja, ist eigentlich ganz cool. Hallo ihr Lieben, hier ist die Coco und ich stehe hier gerade mit eurer Lieblings-YouTuberin zusammen. Und ich hoffe natürlich, dass ihr auch fleißig schon Daumen hoch gegeben habt für dieses Video, denn dieser Vlog wird bestimmt mega, mega, mega cool. Hallo zusammen, ich bin hier mit der Lena und freue mich, sie kennengelernt zu haben und freue mich, dass sie da ist. Also die Glow ist zwar jetzt noch nicht ganz vorbei, aber wir sind müde und wir haben alles durch. Und ich habe nur 2 Stunden geschlafen heute Nacht, deswegen gehen wir jetzt. Und wir wollten noch in Karlsruhe kurz in den Primark, weil die Frieda... In Stuttgart. Sorry, wir sind in Stuttgart. Sieht ja 2 Stunden Schlaf, das macht das mit mir. Oh. Weil sie einen Koffer braucht, weil ich ihr so viel von meinem Beauty-Kram geschenkt habe und sie das nicht in die Tasche kriegt. Und sie morgen nämlich, nein, übermorgen, wann fährst du heim? Egal. Ich entscheide spontan. Das machen wir spontan, weil wir sind ja spontane Menschen. So. Genau. Auf jeden Fall gehen wir jetzt deshalb noch den Primark suchen, wo auch immer der hier ist. Na, mein Gesicht, ey, ist voll. Du siehst gut aus, alles gut. Ja, aber war auf jeden Fall cool. Ich fand es besser als in Bochum. Es war besser organisiert. Es war zwar trotzdem. Außer, sind hier voll die falschen Versprechungen. In meiner E-Mail und so stand drin, dass ich auch Backstage darf und dass ich zu jedem Meet and Greet darf und so. Das war halt so. Ich war bei 2 Meet and Greets. Aber es war echt cool. Ja, es war cool, ne? Für dich war es cool. War cool. Ja, für mich war es auch cool. Ich habe ein paar Connections geknüpft und so. Also top. Oh, der Wind. Die Lache gerade. Jetzt schneide ich einfach nur deins rein und dann mache ich danach deine hässliche Lache. Du bist ein Spaß, Mann. Ja, also wir gehen jetzt zum Auto und so und dann fahren wir. Und dann fahren wir wieder heim. Ein paar Stündchen. Eineinhalb, zwei. Übertreib, Lena. Ja, es ist nicht ganz so weit, aber schon ein kleines Stückchen ist es schon. Wir haben jetzt das Auto geparkt in irgendeiner Tiefgarage, wo ich mein Auto wahrscheinlich nie wieder finden werde. Natürlich, das ist voll gut ausgeschildert. Never ever, ich hasse Tiefgaragen. Und jetzt sind wir hier in irgendeinem Einkaufscenter und gehen noch ein bisschen shoppen und mal gucken, was es so gibt. Ich brauche eigentlich gar nichts, aber du brauchst irgendwas, ne? Koffer. Ich brauche nichts. Koffer oder Tasche. Ich will einfach was kaufen. Alles klar. Wir haben natürlich keinen Koffer gefunden, aber ich kaufe mir so einen Rucksack und die Frieda kauft sich Oberteile. War klar. Wir sind jetzt wieder zu Hause angekommen und ich muss sagen, der Tag war echt schön. Aber eine Sache habe ich noch zu meckern. Ich meckere ja eigentlich nicht gerne, aber eine Sache habe ich zu meckern. Und zwar gab es einen Stand, da gab es auch... Ja, friss ruhig weiter. Ja, es gab auf jeden Fall einen Stand, da gab es Manhattan-Produkte, also so eine ganze Manhattan-Theke und da gab es auch Tangle-Teaser und Invisibobbles und alles und dann stand da ab 16... Kannst du auch öfter über den Tisch?
Manchmal. Übrigens, hier ist gerade volles Chaos, weil das ist alles Zeug für Necklow. Oh, die kuschelt mit dir. Süß. Oh, süß. Auf jeden Fall gab es da so diese ganzen Sachen, die man eigentlich auch im DM kriegt. Und dann stand da ab... Ab 16.30 Uhr gibt es 20% auf alles. Und dann denkt man sich, ja, geil, nutze ich. Und dann habe ich mir mal die Preise angeguckt. Und dadurch, dass ich beim DM arbeite, kenne ich die Preise einigermaßen. Und die haben einfach alles von Anfang an 1 Euro höher gesetzt. Was ich dann schon wieder fies finde, weil das einfach assi ist. Das heißt, im Endeffekt hätte man es beim DM zu regulären Preisen günstiger bekommen als mit diesen 20% auf der Glow. Das ist aber auch wirklich das Einzige, wo ich jetzt irgendwie was zu meckern hätte. Ja, da könnte man vielleicht nochmal ein bisschen genauer drauf achten. Genauer drauf achten. Ja, auf jeden Fall. Sonst fand ich es eigentlich richtig gut und mir hat Spaß gemacht. Und Stuttgart war jetzt auch ein bisschen näher als Bochum für mich. Und ja, ich hoffe, dass ich wieder auf der nächsten Klo dabei sein kann. Und ich hoffe, dass ich da auch wieder ein paar Leute von euch treffe. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns... Nächsten Sonntag. Nächsten Sonntag. Oder einfach in meinem nächsten Video. Tschüss.